wir eben jahrelang den Kampf mit der Tierrechtsorganisation PETA und Co. führen mussten, ist es momentan dann eben so, dass eben eine sehr negative Stimmung entstanden ist für Zirkus mit Tieren. Aus diesem Grund haben wir jetzt den Betrieb zunächst eingestellt und würden uns natürlich aber wünschen, wenn wir wieder das in eine positive Stimmung umwandeln können, denn wir wissen nach wie vor, dass Zirkus begeistert. Wir haben Projekte, wir haben Kinder, wir sehen die Tiere auch und die Menschen und es begeistert nach wie vor und deswegen glauben wir auch und hoffen daran, darauf, dass eben da wieder eine Umkehr stattfindet, dass es wieder sachlich betrachtet wird und wir wieder eine Zukunft auch in dieser Arbeit finden können.